Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute erkläre ich euch das Navigationssystem von Harman Kardon. Zuerst mal drücken wir auf den Map-Button. Anschließend wird hier das Navigationssystem auch eingeblendet. Wenn ich jetzt navigieren möchte, drücke ich hier auf Menü, nach Ziel suchen und gebe jetzt hier eine Adresse ein. Das Ganze wird ziemlich schnell berechnet. Hier oben könnte ich mit dem Stern auch einen Favoriten festlegen. Gelb ist dann eben angemagert. Hier habe ich die Möglichkeit unter Routenoptionen Autobahn vermeiden, Maut vermeiden, Fern vermeiden und das Ganze. Genau, jetzt zeigt es mir hier einmal die Ankunftszeit an, also 10.45 Uhr. Dann hier die Streckenmöglichkeiten, natürlich nur eine auf seinem kurzen Weg. Und dann kann ich über Go einfach starten. Bitte folgen Sie der markierten Route. Ja, besonders schön hier oben beim Vorderster ist auch, dass zusätzlich noch die Möglichkeit ist, über Multifunktionsdisplay die Anweisung einzeln nochmal anzuzeigen. Ist das Ganze dann berechnet, kann ich hier bei Ankunftszeit auch noch die Entfernung anzeigen lassen, die noch verbleibt. Die restliche Fahrzeit. Hier oben kann ich die Einstellung anzeigen, also einmal die Richtung, in der das Fahrzeug steht, dann eben die Ausrichtung nach Kompass und hier noch die Möglichkeit, in einer 3D-Anzeige das Ganze zu ändern. Gehen wir wieder zurück zur Vogelperspektive. Dann kann ich hier mit draufdrücken, kann mir noch Sachen einblenden, also hier einmal die Verkehrserkennung kann ich deaktivieren. Hier kann ich auf Stumm schalten und hier kann ich mir die Tankstellen in der Nähe anzeigen lassen und direkt dazu navigieren. Hier habe ich noch die Möglichkeit zu zoomen. Das geht aber genauso auch hier wie beim Smartphone, also wenn ich jetzt halt mit den Finger eben vergrößere, verkleinere, hier auch die Möglichkeit zu wischen. Gut, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Orte in der Nähe zu suchen. Genau, ist jetzt hier alphabetisch geordnet das Ganze. Favorit wäre hier, wenn ich jetzt etwas eingespeichert habe. Da habe ich die Möglichkeit auch noch zu Hause festzulegen, Arbeit festzulegen. Genau, müsste ich hier ganz normal eben wieder was eingeben. Dann hätte er eben das nach Hause auch eingespeichert. Genau, also hier gibt es ganz viele Möglichkeiten bei den Sonderzielen. Hier sehe ich die letzten Navigationen, die durchgeführt wurden. Möchte ich hier die letzten Ziele löschen, gehe das Ganze hier, indem ich hier oben auf dem Getrieberad gehe, auf den Mülleimer. Und dann hier löschen. Ich könnte auch alle entfernen. Und hier kann ich dann die Route abbrechen. Natürlich ist das Ganze auch möglich, über die Sprachsteuerung zu bedienen. Hierfür habe ich schon mal ein Video gemacht, das auf meinem Kanal hinterlegt ist. So, das war dann die Erklärung zum Harman Kardon Navigationssystem. Dann wünsche ich allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Video.